Hallo liebe Fußballkids, willkommen bei Bleib am Ball TV von der Spielvereinigung Westen-Urfeld. Mein Name ist Genito, Kiki, und ich habe heute Unterstützung von meinem Partner Michael. Und wir beide werden euch jetzt gleich Übungen zeigen, die ihr zu Hause nachmachen könnt. Was ihr dafür braucht, wird euch der Michael jetzt gleich zeigen. Und zwar, ihr braucht zum einen einen Papierkorb oder einen Wäschekorb, da wo ein großer Ball reinpasst. Dann braucht ihr natürlich einen Ball, kann aber auch ein Luftballon sein, wenn ihr keinen Fußball habt. Und ihr braucht Gegenstände, und zwar zwei Stück. Micha hat zum Beispiel seine Kuscheltiere mitgebracht und ich werde gleich Würfelbecher benutzen. Und ihr braucht für später auch noch einmal ein paar Socken oder eine Papierkugel, die ihr zusammendrückt. So, diese Sachen braucht ihr. Wir können jetzt erstmal nur die zwei Gegenstände benutzen. Das heißt, die Kuscheltiere nimmt der Michael und ich nehme die Würfelbecher und wir stellen uns mal auf und ihr macht dann einen Gegenstand auf den Boden und ich gehe mal ein bisschen zurück und du kannst nur ganz vorne bleiben, dass wir uns nicht in die Quere kommen. So, und genau, dann geht er so einen Schritt zur Seite und stellt dann den anderen Gegenstand da auf. Die erste Aufgabe zum Aufwärmen ist, wir stellen uns daneben und laufen jetzt erstmal über diese Kuscheltiere oder Becher drüber, okay? Und zwar immer zwei Schritte pro Feld. Also, 1, 2, 1, 2 und wieder zurück. 1, 2, 1, 2. Genau, sehr gut. Und immer weitermachen. Super. So, und jetzt drehen wir uns einmal Blickrichtung zu den Kuscheltieren, zu den Bechern und wir laufen jetzt drüber und auch zwei Schritte pro Feld. Und los geht's. Sehr gut. Jawohl, der Micha macht nichts anderes zu Hause momentan. Sehr gut. Okay, und stopp. Jetzt braucht ihr euren Ball. Ihr könnt euren Ball nehmen, stellt euch wieder auf und jetzt machen wir das Ganze mit dem Ball in der Hand. Micha, Ball gut festhalten und jetzt fangen wir wieder an, dass wir seitlich rüberlaufen. Und los geht's. Boah, perfekt. Jetzt sollen wir nichts anderes machen. Synchron 1A. Okay, und stopp. Jetzt machen wir das Ganze wieder vorwärts. Okay, Ball festhalten und vorwärts durch. Und los geht's, Michael. Ah, guck, die hat sich bewegt. Das ist schön. Okay, und stopp. Jetzt machen wir es noch ein bisschen schwieriger. Der Ball geht nach hinten, Michael. Wir halten den hinten fest. Ja, ich zeige das einmal so. Der Michael guckt euch an. Und jetzt machen wir das Ganze wieder seitlich. Und los geht's, Micha. Und der Ball darf natürlich nicht fallen. Okay. Und natürlich die letzte Übung. Ball bleibt hinterm Rücken, Micha. Und wir laufen vorwärts. Und los geht's. Okay, sehr gut, super. Okay, die Gegenstände, Micha, können wir einmal auf die Seite legen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden den Ball in die Hand nehmen, nimmt den Ball fest in die Hand und dann tischen wir den Ball einmal auf, Micha, und zwar mit der rechten Hand. Okay, und los geht's. Ihr könnt ihn auch immer einmal tischen und fangen oder zweimal, so wie ihr das schafft, okay? Wir wechseln die Hand, Micha. Mal mit der linken Hand. Deine schwache Hand. Deine auch? Ja. Schwach. Okay, und stopp. Wir nehmen den Ball jetzt in die rechte Hand, Micha. Und jetzt werfen wir den Ball
zur anderen Seite. Und los geht's. Und so, dass der nicht fällt. Jawohl. Ihr könnt ihn auch mal höher werfen. Aufpassen, dass er natürlich keine Lampen oder die Decke abtreibt. Zack. Okay, sehr gut. Wir werden den Ball jetzt um unseren Bauch und unseren Rücken einmal kreisen lassen. Okay? Genau. Sehr gut. Schön die Brust raus, den Bauch anspannen, den Kopf nach oben richten und nach vorne schauen. Ihr müsst nicht gucken, wo der Ball ist, sondern ihr spürt es und ihr lasst es einmal um eure Taille. Genau. Wandern. So, und ihr wechselt die Seite nicht ab. Und wenn ihr das jetzt schon so gut gönnt, Micha kann das ja schon super, werden wir das mal ein bisschen schneller machen, Micha. Und los geht's. Ja, Micha ist ein bisschen schneller als ich. Und wir ändern nochmal die Richtung. Sehr gut. Okay, und stopp. Super. Wir setzen uns einmal auf den Boden, Micha. So, wir haben uns eine kleine Pause verdient, deswegen setzen wir uns mal hin. Und die Aufgabe ist es jetzt, Micha, den Ball einmal hier auf den Schoß zu nehmen. Und eure Aufgabe ist es, wie so eine Rutsche, ihr seht schon, der Ball rollt schon, den Ball immer so hoch und runter. Hoppala. Ist nicht schlimm, wenn er fällt, ihr könnt ihn dann wieder annehmen. Und hoppala. Genau. Ups. Schöne Rutschmacht für den Ball. Super. Ja, es ist nicht schlimm. Wenn er stecken bleibt, könnt ihr gerne ein bisschen nachhelfen. Sehr gut. Ich nehme jetzt auch mal den Knochenball. Oh, da geht schon ein Genau, einmal die Füße hoch. Jawohl. Und zack. Ja, bei Micha klappt es auch. Super. Jetzt hätte er nichts anderes gemacht. Okay, Micha. Wir öffnen ein bisschen die Beine und der Ball liegt jetzt dazwischen. Ihr fasst den Ball mit euren Füßen. Die Hände bleiben hier aufgestützt und eure Aufgabe ist es mal, den Ball so ein bisschen hochzuheben. Genau. Und wieder runter. Und ich mache es mal seitlich, du kannst ruhig nach vorne, Micha, genau, dass die Kinder auch sehen, wie wir das seitlich machen. Und nochmal hoch. Ah, da können wir richtig groß und wieder, Micha, gut. Boah. Und wieder runter. Und noch dreimal, Micha. Eins. Und zwei. Und noch ein letztes Mal. Drei. Sehr gut. Okay. Super. Jetzt, Micha kann sitzen bleiben. Ich nehme einmal den Papierkorb. Der wird jetzt nämlich zwischen uns wandern. Und unsere Aufgabe ist es, hier den Ball reinzukriegen. Aber ihr dürft natürlich nicht die Hände benutzen, sondern mit euren Füßen. Das, was wir gerade gemacht haben, Micha, musst du jetzt versuchen, den seitlich in den Papierkorb reinzukriegen. Okay? Du darfst gerne anfangen, los geht's. Ist nicht und schlimm. Okay. Und. Hey, gut, 1-0 für Micha. Einen Punkt hinbekommen. Ja! 2-1. Und Micha, ein letztes Mal noch. Nein. Ja, ich kann ausgleichen. Konzentrieren, weil, jawohl, zwischen Füßen und. Nein! Micha gewinnt. Glückwunsch. Ja, danke. Okay, super. Die nächste Aufgabe
wird auch eine kleine Challenge sein. Und zwar der Papierkorb geht ein bisschen nach vorne. Ich lasse jetzt aufstehen. Und wir nehmen den Ball und unsere Aufgabe. So, zack. So, unsere Aufgabe ist es, versuchen den Ball reinzuwerfen, okay? Michael, ich gehe zuerst zwei Schritte in die Richtung, dann gehst du zwei Schritte in die Richtung, dass das immer unser Startpunkt ist. Da schlägt man hier den Ball so ungefähr, dass wir wissen, wo die Höhe ist. Michael nimmt eine Socke. Genau, okay. Also Michael, wieder bis drei, okay? Also jeder drei Versuche. So, ich fange diesmal an. Mal sehen, ob ich den Michael diesmal bis ich hier vorne. Ja, 1-0. Papierkugel oder mit einem Fußball in den Papierkorb reinzutreffen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.